Das Spiel Oranienburger Handballclub gegen VfL Potsdam wird Ihnen präsentiert von Radio Mund. Wir sind ein Familienbetrieb aus Oranienburg und sind Sponsor seit sehr vielen Jahren hier beim OHC Oranienburg. Wir freuen uns im Prinzip, so eine tolle Mannschaft in Oranienburg zu haben. Wir sind alle stolz auf unsere Mannschaft. Stolz konnten sie auch diesmal wieder sein, obwohl die Stimmungslage sicher eine ganz andere war. Es waren nämlich die Potsdamer, die jubelten. Für die Oranienburger blieb nur die bittere Enttäuschung nach einer völlig unnötigen Niederlage. Ja, also heute war es extrem schwierig, wie das Ergebnis auch widerspiegelt. Ich glaube, 29 Gegentore zu Hause gegen Potsdam, das ist für uns eindeutig zu viel. Dass wir die freien Dinger nicht reingemacht haben, dass wir vorne nicht konsequent in die Zweikämpfe gegangen sind. Ja. Nichtsdestotrotz, großes Kompliment wieder an die Halle, die versucht hat, uns zu pushen. Leider hat es heute nicht gereicht. Es war angerichtet, die Atmosphäre aufgeheizt. Die Halle, die MBS Arena in Oranienburg, picke, packe, voll. Sie kochte regelrecht, kein Wunder. Es war Derby-Time, ein großer Tag für den UAC, für die Mannschaft, für das Team, aber auch für die vielen Unterstützer im Hintergrund. Doch nicht nur die 850 Zuschauer feuerten die Oranienburger an, auch die Cheerleader der Titans Berlin waren dabei, um das Team vom OHC im Derby gegen Potsdam zu unterstützen. Eine Riesenstimmung also in der ausverkauften MBS Arena. Das Spiel dann auch gleich von Beginn an hitzig. Nach dem 1:0 durch Nils Müller mussten die Oranienburger dann aber erstmal einem Rückstand hinterherlaufen. 1:4 hieß es, die Gäste konnten sich nach knapp 7 Minuten beachtlich absetzen schon mal. Die Oranienburger, die aber noch bissig kämpften und wurden von den Fans in der Halle angefeuert. Sie starteten dann eine Offensive mit einem beachtlichen Zwischensport und konnten zwischenzeitlich sogar mit 6:4 hinführen. Das war auch das letzte Mal, dass die Gastgeber vorn lagen. Am Ende der ersten Halbzeit führte der VfL Potsdam mit 13:11. Ja, leider haben wir uns nicht gut bewegt in der ersten Halbzeit. Gerade ohne Ball waren wir einfach zu ungefährlich. Haben am Ende des Tages leider auch die schlechtere Torhüterleistung auf unserer Seite. Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nicht mehr viel am Spielverlauf. Die Potsdamer blieben einfach stärker im Abschluss und konnten ihre Führung nach 38 Minuten auf 4 Treffer zum 18:14 ausbauen. Von hier an konnten sich die Oranienburger nicht mehr an die Gäste herankämpfen. Immer mindestens 3 Tore trennten sie bis zum Spielende von den Potsdamern, die nicht zuletzt aufgrund einer herausragenden Torwartleistung das Spiel für sich entscheiden konnten. 29:25 hieß es am Ende im Brandenburger Lokalderby für den VfL Potsdam. Jetzt gerade noch traurig und schade für die Mannschaft vor allem, aber naja, wir müssen es in den nächsten Spielen besser machen, wissen, woran wir arbeiten müssen und von daher schauen wir mal. Wir haben so viele Chancen eben nicht reingemacht und Kompliment an Teuter. Ich glaube, der hat heute ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir gewinnen meistens die Heimderbys durch eine gute Abwehr und überragende Torhüterleistung. Das ist bei uns heute ausgeblieben und Potsdam hat dafür starke Abwehrreihe und gute Torwart gehabt und demnach gehen leider die Punkte auch zurecht nach Potsdam. Eine bittere Niederlage für den Oranienburger HC, für die Potsdamer ein ganz wichtiger Sieg. Sie konnten in der Tabelle bis auf einen Punkt zu den Oranienburgern aufschließen. Aber für den OHC kann es nur heißen, Mund abputzen, weitermachen. Und das nächste Mal wird es auf jeden Fall wieder einen Sieg geben. Kein Wunder bei dieser tollen Unterstützung in der Halle und hinter den Kulissen. Das Spiel Oranienburger Handballclub gegen VfL Potsdam wurde Ihnen präsentiert von Radio Mund.